Hallo und herzlich willkommen, oh, muss ich vergessen, wieder einmal zu Minecraft Glow 2. Ja, und die letzte Folge war ja die spackigste Anfangsfolge, die wir je hatten. Und jetzt sind wir drin, im spackigsten Alter, im spackigsten Projekt EO West. Und wir haben eine Menge Modifikationen drin hier. 400 Modifikationen haben wir ganz kurz auch schon dargestellt in der ersten Folge, aber in der ersten Folge haben wir mehr Dödekes gemacht und was weiß ich. Und jetzt meine ich sogar den richtigen Platz gefunden zu haben, wo ich mich gerne niederlassen will. Natürlich, wenn wir den ganzen Bereich hier clearen und gerade machen, wenn wir hier ein Haus bauen. Ab und zu kann es sein, dass immer wieder kleine Lexbugs kommen. Oder dieser Hausen ist gerade im Roguelike Dungeon und stirbt die ganze Zeit. Und ja, es gibt halt immer diese kleinen Mini-Lags. Ich weiß nicht, das liegt irgendwie am RAM, wenn man hier guckt. Ich habe halt auch vielleicht, 6 GB finde ich halt auch viel zu viel. Man sieht ja hier, der nimmt gerade mal 2,5 GB ein. Aber der Garbage Collector ist so richtig wild, ist der dabei. Und klärt ganze Zeit die Sachen. Müsste man mal testen, wie es ohne diese Befehle vielleicht ist. Ob er da nicht so schnell ist oder so. Ich habe ja null Ahnung. Und sonst aber passt es eigentlich. Ich hoffe, die Folgen sollten trotzdem auch genießbar sein. Es gibt halt ab und zu mal wirklich kleine Mikrohänger von so einer Sekunde höchstens. Und wo ist denn jetzt unsere Werkbank? Unsere Twerkbank? Die war doch beim Birnenbaum. Wir sind jetzt hier schon zu weit. Wo ist der Birnenbaum? Oh, da ist der Merlin. Guten Tag. Ich suche trotzdem noch meine Twerkbank. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ich frage mal den Merlin. Wo ist meine Twerkbank? Oh, warte. Weg.de. Ja, ich denke auch. Ah, hier. So, wunderbar. Dann erstmal ein kleines Schlafsäckchen craft, nachdem wir uns erstmal hier erstmal Truhen bauen. Dann melde ich wieder zurück zu seinem Haus. Oh, was zur Hölle. Das Inventar ist viel zu voll. Unbedingt müssen wir was gegen machen. Hier haben wir noch einen Flieger, den Dromader. Was soll. Ach, ich habe gar keine Truhen craft, ich war richtig. Ich bin auf K. Ich hasse es mit vollen Inventaren, da immer rumzuwerfen und so weiter. Boah, da kann ich überhaupt nicht mitarbeiten. Boah, Alter, ich könnte kotzen. So, wir machen jetzt eben noch Flix. Alter, wie es abgeht. So, Dankeschön. Boah, voll Inventar. Ja, genau deswegen. Voll Inventar ist ja so der Tod. So, einfach irgendwie aufbauen und irgendwie den ganzen Shit reinstopfen. So, teilen wir nachher noch in Blöcke und Dingens. Aber wir fangen dann auch bald mal mit Easy Storage an. Das ist dann der erste Schritt zur Verbesserung. Und, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin noch deutlich gehypter als beim Anfang von Glow 1. Weil da war ich ja eher so pessimistisch und so weiter. Aber diesmal, da bin ich sehr zuversichtlich. Zwar möchte ich gerne noch diese Mikro-Lags in den Griff bekommen. Ich müsste mal ausprobieren, wie es läuft, wenn man nur 2 GB zuweist. Nee, das dürfte nicht gut sein. Weil der ja schon. Ja, aber es läuft auch nicht immer schlecht. Naja, egal. Wie gesagt, das muss ich sehen. Das müsst ihr nicht euch wieder rumschlagen. Ihr solltet den Folgen-Content sehen. Und hier sieht man schon Kuhknochen. Ist auch eine neue Modifikation. SP-Mod-API. Das ist eine lustige neue Modifikation, die eigentlich eher alt ist, aber jetzt nochmal neu umgeschrieben wurde. Wer sich noch. Oh Gott. Wer noch an alte Altipack-Zeiten denkt, wo auch andere mal ein Pack gespielt haben, wer noch The Altania kennt oder so, ich weiß gar nicht mehr, ob die aktuell noch Videos machen, die hatten mal diese Minecraft-Bastelstunde, da hatten sie auch dieses, die Modifikation vorgestellt, das war die Tiny Chest Mod, war das. Und das ist genau das gleiche eigentlich, nur ein bisschen schön jetzt und auch für 1.7. Und, ja, sehr geil auf jeden Fall das Ganze. What the fuck? Und da kann man aus Furzgas Energie machen, sehr lustig, mit Kühen zum Beispiel, die machen Furzgas und geben ordentlich Energie, also ist echt eine Methangas, ist eine gute Energiequelle, werden wir uns darauf spezialisieren. Brot haben wir bis zum Abwinken und ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, den Avocado-Baum lassen wir, glaube ich, erstmal.
So, da haben wir jetzt hier genug. Das dürfte alles despawnen bald. Ein bisschen einfach mal um die Kiste herum ein paar Bäume fällen. Vein Miner ist ja hier auch drauf. Oh. Das dürfte auch genug Holz sein. Wir haben ja von jedem Typen praktisch Holz. Ja, diese kleine Lexal, der ist auf jeden Fall Java Garbage Collector. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Tests anstellen in naher Zukunft. Dass das dann auch wieder legt. Das ist bestimmt viel zu viel RAM. Ja, zu viel RAM müsste das wirklich sein. Den Avocado-Baum, den werde ich... Will ich eigentlich nicht abbauen. Oh, war der nicht reif? Hm. Erinnert mich immer an einen Avocado-Dance. Der ist so dämlich. Peel the Avocado, peel the Avocado, from the Avocado. Es ist so ein Scheißdreck. Werde ich jetzt mal einblenden. Oh Mann, es ist ein Scheißdreck. So richtig spackiger Scheiß. Es wird auch mal auf Facebook beliebt, wie das Video oder das Lied eher gesagt. Richtig dämlich. So, es sieht aber schon mal ganz gut aus hier mit den Holzreserven. Das wird ganz langsam mehr despawnen über die Zeit. Das muss eher alles noch flacher werden. Holz wir den erstmal ab. Den Avocado-Baum kann man vielleicht sogar stehen lassen. Obwohl man den auch ganz leicht pflanzen könnte. Egal. Wir holzen erstmal alle anderen Bäume ab. Und es wird immer einen geben, der schläft, glaube ich. Wenn nicht, dann machen wir uns noch einen Schlafsack. Ist übrigens ein Panda-Bär gespawnt. Könnte man mit Zuckerrohr zähmen. So. Perfekt. Ist der Baum schon mal Geschichte. Dann hier den noch. Und ich bin mir noch gar nicht sicher, was wir für ein Haus bauen. Wenn ich es mir recht überlege, machen wir am besten irgendwas mit Schematica wieder. Was ich aber dann in Zeitraffer-Format machen werde. Letztes Mal hatte ich es komplett offscreen gemacht. Das ist ein bisschen dumm. Eigentlich, weil ihr da überhaupt nichts mitbekommt, wie das Haus entsteht. Zwar kann man es dann nachher zeigen, aber ob das dann so geil ist für die Zuschauer, wage ich zu bezweifeln tatsächlich. Aber ihr könnt euch ja auch noch zu äußern. Also bitte schreibt das mal in die Kommentare. Ob ihr das komplett offscreen haben wollt, was ich glaube ich nicht denke. Oder ob ihr halt Zeitraffer wollt. Aber ich mache es... Stream wird natürlich auch eher negativ. Ich bin zur Zeit eher froh, wenn ich eher zeitlich ungebunden bin. Und in der Folge ist komplett viel zu viel. Würde echt sämtliche Rahmen sprengen. In jeglicher Hinsicht. Der hat Spaß auf jeden Fall, der Bär. Ja, dann machen wir uns jetzt mal einen Schlafsack. Jetzt sehe ich auch Monster an, aber hier ist keiner mehr. Machen wir uns mal einen Schlafsack. Da brauchen wir doch, glaube ich, zweimal die Teppichfraktion, oder wie ist das, ne? Sleep. So, einen Sleeping Bag. Gute Nacht. Oder es schläft einfach keiner jetzt, ja. Aber es ist trotzdem einfach, glaube ich. So, AC Gaming pennt nun. Sehr schön. So, den können wir uns eigentlich immer mitnehmen. Die Pantaloons, die habe ich vom Sesohausen. Einen Roguelike Dungeon hat er auch wieder auseinandergenommen und hat mir dann eine Hose geschenkt. Da gibt es ja generell viele Hosen. Die Roguelike Dungeons sind übrigens jetzt ganz anders. Müssen wir auch mal in einen reingehen. Sehen aus wie so kleine Mini-Dungeons. Und haben manchmal auch ein Wohnhaus dabei. Sehr interessant das Ganze. Müssen wir mal bald hingehen. So, ein bisschen noch den ganzen Shit clearen. Ja, der Panda-Bär bleibt hier. Kann er ruhig machen. Vielleicht können wir den dann direkt zähmen. Ich weiß noch, wo wir in Staffel 2 so lange nach dem gesucht haben. Das war nicht mehr feierlich. Richtig lustig. Aber wir haben ihn tatsächlich dann noch bekommen. So, hier ist der Avocado-Baum. Ja, hier werden wir das Ganze ein bisschen flacher machen. Wie viel die einfach ist. So, zack. Das hier noch abholzen. Und wenn wir so viel Holz haben,
Was im Vergleich zu Merlins Holzreserven nichts ist, weil er hat diese Dungeon-Pack-Scheune abgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die Spinnenspawner drin. Das Dach ist komplett aus Holzstämmen. Also das ist ein bisschen krank, mag man mal sagen. Oh, Erdbeeren. Oh, Mist. Was ist das für Erdbeeren? Platt Megapack-Erdbeeren. Crafting Berry Bowl, Berry Powder, Strawberry Smoothie. Ja, Smoothies können wir hier machen, aber bitte wieder mit Steve's Factory Manager im Autocrafting, was aus der Black Hole Chest, die mega viele tausende Seiten umfasst, direkt die Smoothies macht. Das wäre ja so scheiße. Nee, das machen wir auf jeden Fall nicht mehr. Das hat er dann zum Weltlick extrem geführt, wo ich auch nicht direkt drauf kam. Das war tatsächlich die Smoothie Farm, die das Weltlick da. Nein, Leck auch nicht. Leck kam erst später. Aber den Weltlick gab es dann erst. Dann habe ich ganz viel geupdatet und das Modpack am 1. April gestartet. Und dann gab es wirklich ein Weltleck. The World Has Leaked, was weiß ich. Die Blöcke haben sich zerschrieben und es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht lag das an einem Biomes Aplenty Update, ich bin mir nicht sicher. Aber heute bin ich da auf jeden Fall schlauer und sowas wird auch nicht mehr passieren. Ja, ja, war schon lustig. Da dachte ich mir, dass so ein großes Modpack irgendwann zum Scheitern einfach verdammt ist. Dem war aber tatsächlich nicht so. Man kann es jetzt, es kommt immer noch vor. Bei vielen IDs einfach. So, ja, ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht muss der Avocado-Baum, der weicht jetzt einfach. Komm, tschüss. Zack. So, wo, Alter, jetzt geht's aber. Ja, der gab's gedacht, der macht Scheiße. Er hat ein bisschen zugelegt an der RAM-Reserve. Ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch wirklich an den Parameter, die ich zugewiesen habe. Ich doktore ja immer manchmal ein bisschen zu viel, sogar habe ich das Gefühl, herum, sodass es manchmal sogar noch schlechter läuft. Hatte ich ja in Altipack auch oft, da hatte ich meine perfekte Config, aber nein, irgendwann muss ich es wieder ändern. Was? Oh. Dann bauen wir das einfach alles ab. Tschüss. Wunderbar, gut, dann würde ich sagen, machen wir uns erstmal eine Holzspitzhacke und fangen einfach an. Mit den Standardsachen. Wir gucken auch erstmal, was wir für Aids Storage brauchen. Easy Storage ist gleich drauf. Achso, die wird ja auseinandergeschrieben. Ich bin schlau. Ja, ich glaube, bei Easy Leertaste ist es schon. Ja, ist eigentlich relativ kondens. Klar kann man sich aussuchen, was man haben will. Das hier ist ja hier mit Fetteisen. Hyper Storage. Und das hier kostet einfach nur Holz des Todes. Geht das aus allen? Bitte lass es aus Darkwood gehen. Das geht ja, glaube ich, meines Wissens nicht, oder? Ja, gut, wir haben ja auch keine Stöcke und so. Aber das wäre schon fair, wenn das gehen würde. Wenn wir jetzt hier Stöcke machen. Spruce, Oak, Jungle, Birch, Spruce, Oak. Oh Mann. Das ist ja auch so doof, dass die einfach nicht mitgekommen sind mit dem Update und einfach die Holzsorten so dabei belassen haben. Gut, da müssen da halt alle Truhen draus werden hier aus dem Holz, ne? Dark Oak, ja, Spruce nicht. Aber aus dem Dark Oak muss man auf jeden Fall. Oh nein. Dark Oak, Woods. Achso, hier kann man ja aus Woodstuff kann man wieder normale Kisten machen, ja, ja. Kurz schon Angst bekommen. So, dann haben wir erstmal ganz viele Kisten. So, perfekt. Rein damit 18 Stück. Ach du Scheiße. Dann können wir aus denen hier auch noch. The fuck? Was macht der Mann denn da? Was hat der vor? Ich hab keine Ahnung, was er vorhat. Warum hast du das gecheatete Flugzeug? Das gehört jetzt mir. Oh ja, Raw Squid. Richtig gut. Den greift ja einfach, okay. Lass wir ihn mal tun. So, hier wieder komplett eskalieren. So, die Sticks. Können ein paar mehr Sticks. Storage Cores. Was fehlt denn hier noch zu? Achso, die Stämme, ja. Und Spritze können wir auch holen.
So, dann haben wir... Gut, aber wir brauchen nur eine Core und dann halt die Storage-Boxen, das ist die Sache. Das ist also sehr wie Modular Storage. Boah, 4 Boxen. Unglaublich krass. So, hier sind 0 dran. Und dann stellen wir einfach mal unterirdisch wieder ein paar auf. Oh, Regenwürmer haben wir bekommen. So, jetzt haben wir 1600 Items. Können wir schon ein bisschen hier lagern. So. Gut, aber ich denke mal, wir sollten noch nicht zu viel verschwenden. Captain Sparkles Pizza und auch mit EZ. Scheißdreck. Eine Searchbox kann man sich noch craften. Ist auch extrem teuer. Damit kann man halt suchen. Crafting Box, Input. Alter, was geht? Das System hat es schon ein bisschen teurer. Und Hyper Storage, ich weiß gar nicht, wie extrem das ist. Wir brauchen Stämme und Kisten. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal wieder viele Kisten draus. Warte mal. Das ganze Holz können wir mitnehmen. Oh, hier Dark Oakwood und Birch können wir noch. Verwenden wir auch noch das hier wieder. Alter. Perfekt. Haben wir noch gar nichts gemeint. Ah, das mache ich dann wahrscheinlich echt offscreen. Das habt ihr ja schon so oft gesehen. Ich glaube, das will auch kein Mensch mehr sehen. Ich werde dann einfach bis zur nächsten Folge, was auch viele jetzt hier machen im Projekt, einfach wieder minen gehen. Und dann ein paar Ressourcen einfach erlangen, damit wir das einfach für die Zukunft haben. Und so, jetzt sind wir fertig. Deshalb werde ich dann eine kleine Pause machen zwischen hier der Folge und... Das ist gar nicht so geil, wenn wir das jetzt hier so nah an der Oberfläche machen. Ich glaube, das ist überhaupt nicht geil. Das ist überhaupt nicht geil, ist das, warte. Gut, wir werden den Platz nie aufgebraucht haben. So, 10. Was macht denn der Justin da? Condensed Storage Box und Storage Box wird ihm gegeben. Soll ein Schmarrn. Zack. So, wir bräuchten auch echt mal eine Schaufel, aber nein. Wir machen natürlich erst eine Lagerungseinheit, bevor wir überhaupt anfangen. Auch sehr interessant. Mit einer Spitzhacke. Digging for Bones. Ja, ja, fossile Sachen kann man hier auch bekommen. Fossil Archaeology habe ich auch schon alles vorgestellt in dieser Mini-Vorstellung. So, perfekt. Gut, da dürfen wir jetzt genug Erde haben, um den ganzen Kot wieder zuzudecken. Zack, zack. Sehr nett. 5200 Items. Schlafsack können wir hier behalten. Essen haben wir auch genug durch die ganzen... ich habe ein paar Strohmänner abgebaut. Zack, einfach alles rein. Ja, das reicht erstmal für unsere Reserven. Perfekt, da haben wir jetzt noch 2 Truhen. Und ja, dann machen wir uns die normalen Sachen hier, die normalen Tools. Sind noch die Sachen im Bookbinder da drin? Ja, die speichert er tatsächlich. Zack. So, wunderbar. Ja, hier kann man noch nicht sortieren. Da brauchen wir unbedingt eine Searchbox eigentlich, aber man muss halt ein bisschen suchen. Und ja, dann machen wir jetzt erstmal ein paar Tools. Sticks haben wir. Gut, okay, die letzten 3 Holzplanken hier. Müssen dann weichen für eine Holzspitzhacke. Fiu, fiu. Wunderbar. Und dann gehen wir mal hier an den Stein. Und wir können jetzt erstmal schlafen. You want to sleep on that? Gute Nacht. Darauf können wir aber schlafen. Super geil. Und dann holen wir uns da mal hier irgendwie... Zink können wir natürlich mit der Holzspitzhacke auch abbauen. Warum auch immer. Ich möchte aber hier nicht Wellenmänner benutzen. So. Können wir gleich noch benutzen, weil die können wir nicht weg. Müssen wir nicht wegschmeißen, die Spitzhacke. Und dann machen wir einfach Wellenmänner Harikets. Aber wir machen uns erstmal eine schöne Spitzhacke und damit. Works as an Infusion Stabilizer. Okay, gut zu wissen. Phew, phew. Getting an Upgrade. Gut. Dann mache ich ein bisschen Minenhandwerk und dann sieht man sich. Oh, der Panda hat geschissen. Jawohl. Nein, geh weg. Tun wir den Scheiß hier rein. Die Sticks auch.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Glow 2. Hoffentlich ohne die Mikrolex. Ich kümmere mich auch drum. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Guacamole.